versus Playmobil Pro oder es ist eigentlich für mich, gab es in der Kindheit, haben die beiden Methoden oder die beiden Spielzeuge komplementär im Kinderzimmer überlebt und das werden sie hier auch. Und ich finde, das ist eine gute Ergänzung. Es ist kein Entweder-oder auch die Dogmatiker sagen, die machen das nach. Nee, es ist was anderes. Es ist da, wo das eine seine Grenzen hat, passt halt das andere ziemlich gut. Und ich finde, das kann zum Beispiel sehr gut zum Weitermachen oder zum Methodenwechsel. Ich finde sowieso, Methoden eignen sich immer dann am besten, wenn man sie Methodenwechsel und in der Kombination einsetzt. Und deswegen sage ich auch, bin ich festgelegt nur auf Lego Serious Play. Die Schwierigkeit, die ich sehe, also die ein bisschen ist im Playmobil Pro und deswegen ist es auch so ein bisschen schwerer. Wer Lego Serious Play kennt, der weiß, dass man arbeitet komplett abstrakt. Der Stein gibt die Bedeutung vor. Hier ist die Metapher schon ein bisschen metaphorisch belegt. So eine Figur ist eine Figur. Der Hund ist der Hund. So, da stehen auch schon ein paar Sachen. Das heißt, man ist da natürlich schon geneigt, so ein bisschen Begrifflichkeiten, Bedeutungen vorzugeben. Und für mich ist das Gefühl, dass man in der Facilitation oder der Moderation deutlich mehr aufpassen muss, die Gruppe zu kontrollieren, zu steuern, dass auch wirklich jeder zu Wort kommt und auch wirklich sich so ausdrückt, dass nicht gleich alle losstimmen und dann das nehmen und das Erstbeste, weil es halt einfach da ist. Der Vorteil wiederum, es ist einfach unglaublich gut ergänzbar und kombinierbar, wenn man Playmobil im Kinderzimmer hat oder hatte noch oder die Kinder haben das, man kann halt auch die Sachen noch nehmen davon. Der Wal, der jetzt da lag, den haben wir jetzt dazu gekauft, der ist jetzt auch nicht normalerweise da drin. So, und eine andere Herausforderung ist, dass es im Prinzip kein Framework gibt. So, ist im Prinzip auf den Markt gekommen vor 2 Jahren und gesagt, hier, da ist es und jetzt, liebe Community, entwickelt Tools und entwickelt Anwendungsgebiete. Und wenn man halt so ein bisschen von Lego Serious Play kommt aus der Welt und ein Framework kennt, das eben immer aus den gleichen Aufgaben stellen, bauen, teilen, reflektieren, allein diese 4 Phasen umfasst, gibt es bei Playmobil nicht. Es ist im Prinzip alles Neuland, es ist alles am Greenfield, man macht alles, was wir machen, was der Christian da hingelegt hat, das ist in der Playmo Camp, das ist alles neu, eigenentwickelt, jeder darf da machen, was er will. Es gibt keinerlei Beschränkungen, die sagen nicht mal, du musst diese weißes Köfferchen kaufen und manche verwechseln das einfach mit Aufstellungsarbeit, das ist eben auch noch ein bisschen das Problem, es ist eben nicht Aufstellungsarbeit aus dem Coaching. Dann ist das ja vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, Christian, dass du konkret nochmal was zeigst und dann sehen wir auch, wie es unterschiedlich ist zur Aufstellungsarbeit.